Willkommen zurück. Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen. Ja, zunächst muss ich mich leider entschuldigen für zweierlei Hinsichten. Und zwar, dass jetzt unregelmäßig die Videos kommen. Ist jetzt einfach zeitlich gerade ein bisschen sehr blöd, wegen Schule und so. Aber ich hoffe, das wird sich irgendwann wieder verbessern. So, und für das andere, wo ich mich entschuldigen muss, und zwar, ich habe schon mal aufgenommen. Problem allerdings, ich weiß nicht, woran es lag, aber Fraps hat den Desktop aufgenommen, nur. Das heißt, ich habe zwar die ganze Zeit gelabert, aber es fehlt eben das Bildmaterial. Demzufolge war ich schon ein Stückchen weiter. So, allerdings, da ich schon das überspeichert habe, also weil man hier nur einen Spielstand gleichzeitig benutzen darf, bin ich schon ein wenig weiter vorgerückt. Allerdings. Guten Tag. Erzählt mir von euren Heldentaten. Ist es jetzt nicht ich so, schreibe sie nieder. Was man jetzt sagen würde, oh, ja, wir haben so viel verpasst, das ist so schlimm. Also zum einen hilft es mir natürlich jetzt wieder meine Gedächtnislücken ein wieder ein bisschen zu stopfen und vielleicht ein paar Hinweise zum Spiel zu geben. So, allerdings, was wir wiederholen können, ist natürlich die Spiele. Ne? Wir haben ja beim letzten Mal lediglich den Weitsprung gemacht. So, und jetzt kommt eben noch die vier Disziplinen. Und dann haben wir auch soweit alles wieder auf dem gleichen Stand. So, was haben wir jetzt hier genommen? Ach, wir nehmen einfach Asterix, ist ja egal. Laufen. Also, hier geht es eben einfach darum, der Schnellste zu sein. Klar, hier haben wir die Möglichkeit, unseren Gegner zu ohrfeigen, indem wir einfach mal, ja, hier, genau, zack, einfach den einmal rüberhauen. Und dann können wir auch einen Schlusssport machen. Allerdings ist jetzt noch nicht wichtig, werden wir gleich sehen. So, da war gerade Julius Caesar zu sehen, auch sehr schön. Okay, wir kämpfen gegen einen Ägypter. Gegen die ägyptische Garde. Button Smashing, juhu! Oh, wir gewinnen, meine Damen und Herren, es ist unglaublich! Wir gehen in Führung, D.A. Stream halt. Boah, was für ein Sprung. Nun, damit dürfte wohl klar sein, dass die gallische Delegation gut in Form ist. Und der packt sich nochmal schön hin. Und fast 13 Sekunden. Gut. Heutzutage kommt man damit nicht mehr weit. Noch nicht mal durch die Qualifikation der Olympischen Spieler. Von Usain Bolt, der Rekord liegt bei irgendwas zwischen 9 Sekunden. Oh, ja, so, zurück. So, Halbfinale, jetzt wird's ernst. Oh, Fehlstart, verdammt. Plätze, fertig, los. Wie war denn da? Ja, oh. Da vorne scheint's nicht mit rechten Ellbogen zuzugehen. Wow. Das ist jetzt übrigens der Typ der römischen Galligation. Oh, wie? Mit den Läufern scheint das Temperament durchzugehen. Wow, was für ein epischer Flug. Und nochmal abgerollt. Wow. Fantastisch, keine Frage. Hier vereinen sich Technik und pure Kraft. Ja, hat auch gerade ein bisschen was von Sam Fischer, muss man schon sagen. Aha, okay. Finale. Gegen einen ägyptischen Arbeiter. Na, wie sagt man so schön? Das geht gut ab. Man sieht, wie schnell ich gerade war. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so. Sollten wir. Oh, wir gehen eigentlich richtig ab. Ja, gut, ich hatte jetzt natürlich die Tasten im Kopf, deswegen ist es jetzt leid. Ah, die gallische Mannschaft gibt sich nicht mit einer Statistenrolle zufrieden. Nein, wir führen die gallische Nationalität. Okay, das klingt jetzt irgendwie nationalistisch. Wir führen die gallische Mannschaft zum Sieg und haben eine weitere Goldmedaille erringen können. Um den Kampf der Liebreizenden, keine Ahnung, wie sie heißt, hieß. Diese athenische Tochter da oder was weiß ich. Was ist der Preis aber? So, damit haben wir Laufen absolviert. Dann beginnen wir mit Tauziehen. Nehmen wir wieder Blicks. Zieh so fest du kannst, ich liebe übrigens die Musik. Kann man sich auch mal sehr schön anhören.
So, also die Punkte sind mir sehr egal. Also wirklich absolut verdammt egal, wodurch... Also hier geht es wirklich darum, hier hat man die Möglichkeit, möchte man Punkte erreichen, ja, lässt man die Disziplin ein bisschen laufen. Will man sie allerdings nicht, sondern einfach nur den Spielstand weiter vorantreiben, einfach ein bisschen schneller drücken und dann geht's eigentlich recht schnell. Werdet ihr ja gleich sehen. Okay, wir müssen die ganze Zeit Alt drücken und ich wurde gerade auf Skype angeschrieben, obwohl ich auch offline bin. Ja, ihr seht, es ist recht ein... Oh, Taste. Oh. Ah, ja, okay. Okay. Ja, schön. Ich sag, hier war tolles so von wegen... Dieser gallische Teilnehmer zeigt eine solide Vorstellung trotz seiner staatlichen Statur. Ich sagte gerade eben sowas von das Spiel schnell zu Ende bringen. Ja, gut, okay. Hat sich ein bisschen länger hingezogen. Oh. Aber irgendwie scheint der denken, dass ich das Dauerdrücken mache. Aber ich drücke machen ist natürlich. So. Zack. Dieser gallische Teilnehmer zeigt eine solide Vorstellung trotz seiner staatlichen Statur. Naja. Wir sind in der unglaubliche Hulk in abgeschwächter Form eben. Naja, gut. Finale! Finale! Oh, mein Name ist das unglaublich! Finale! Gegen Lechspania! Eine spanische Galicien. Spotler. Und nun, er hat keine Chance gegen uns. Eine gallische. Na, da steckt geballte Energie dahinter. Bravo! Dass der es auch ins Finale geschafft hat, ist unglaublich. Und der Römer hat zwar das kleine Finale gewonnen, allerdings nicht mehr, ist nicht mehr ins Finale gekommen. Ja, gut, ich guck mal, was hier Skype möchte. Ich unterbreche kurz, gleich geht's weiter. So, willkommen zurück. Wir waren hier beim Tauziehen stehen geblieben, hier, ne, Tauziehen, da bist du ja. So. Jetzt haben wir noch kurz mal. So, Videoblix hatten wir gerade eben, Asterix. Nein, Musik ist auch nicht. Ja, die ist cool, so. Ja, gut, die Unterbrechung hat gerade etwas länger gedauert als erwartet. Deswegen jetzt natürlich die Aufnahme, jetzt natürlich so lange dauern kann, sollte klar sein. Allerdings, wir werden noch ein bisschen aufsehen. So ist nicht. Also, hier ist eben die Aufgabe, die Bälle. Also möglichst viele Bälle auf die gegnerische Seite zu platzieren, bevor die Zeit rum ist. So, wir liegen jetzt... Wir liegen nicht vorne. Ich wollte gerade sagen, ja, wir liegen voll krass vorne, Alter. Aber dem ist ja nicht gerade so. Jetzt liegen wir auch zwei Bälle vorne, oder? Oh, ja, was ein tolles Vergnügen! Ein großartiges Spektakel! So, jetzt kommen noch mal zwei neue Bälle dazu. Also die Disziplin ist eigentlich einfach. So. Allerdings, wenn man sich so ein bisschen verfickelt. Ist schon. Fantastisch, keine Frage. Hier vereinen sich Technik und pure Kraft. Also wenn man hier so ein bisschen rauskommt, wie ich gerade eben, kann es schnell sein, dass der Gegner mal kurz aufholt. Er ist ein ernsthafter Anwärter auf den Titel, denke ich. Und eben euch noch fertig machen will. Also in kürzester Zeit so viele Bälle wie möglich überhaupt. Allerdings, ja. Derzeit sieht es nicht so aus. Haut mal ein, zwei Bälle rüber. Der kommt ja gar nicht mehr. Ey, der ist ja cool. Das hab ich noch nie hingekriegt. Das ist mal ein ernstzunehmender Konkurrent. Das ist sicherlich ein glänzendes Ergebnis. Cool. Hoffen wir, dass es auch reicht. 18 Bälle hat er da drüben. Aha, okay. Malbus, Brötenwumpen sind zweimal von uns explodiert. Also auf unserer Seite explodiert. Egal. Fünfmal eine leere Zone, dafür gibt es 400 Punkte. Finde ich ja total cool. Schwierigkeit liegt jetzt einfach daran, dass wir jetzt gerade Karriere machen. Ja, wobei, Karriere... Die Story, wir machen die Story. Den Sieg gab es einfach nochmal 8000 Punkte und für die Bälle gab es jeweils 200 Punkte mal 22, da gibt es 12.800.
Das finde ich schön. Jetzt kommt aber noch mal das Halbfinale. Und hier muss ich mich mal entschuldigen. Es war vorhin, also dieser Typ da drüben ist nicht der ägyptische Arbeiter, sondern der ist der Grieche. Ja gut, die kann man schon mal verwechseln. Vor allem, weil er auch so schmächtig aussieht. Nein, Spaß. Ich mag die Griechen. Die Griechen waren so schön. Und Griechen so toll. Hier versteht. So, hier merkt er schon, ist etwas schwieriger, weil der immer sofort kontert. Und da mir der letzte Highscore eigentlich egal ist, bleibt der Ball einfach auf der anderen Seite. Oder den grünen Ball von Malbus, dass ich einfach mal explodieren. Weil jetzt krieg ich selbst die Bälle nicht mehr rüber. Das ist ja schlimm. Und da liegt noch ein Ball, da liegt noch ein Ball, da liegt noch ein Ball, da liegt noch ein Ball. Zack! Der Ball ist drüben, der Ball ist drüben. Also diese grünen Bälle, die halten, die sind irgendwie kein Nachteil, sondern die halten einen wirklich nur auf. Weil die gehen immer auf die Seite desjenigen, der gerade im Vorteil ist. Also in dem Fall sind wir das. Die sind so leicht störend, weil wenn man gerade nicht drüber schießen will und der explodiert, dieser gallische Teilnehmer zeigt eine schon mal ein, zwei Sekunden verloren, weil man sich das wieder aufrichten muss. Oh weh, was müssen wir damit ansehen? Den Schiff... Ah, die gallische Mannschaft gibt sich nicht mit einer Statistenrolle zufrieden. Ja, gut, diesmal war es jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Wobei, ja, 800 Punkte haben uns jetzt gefehlt. Naja, egal. So, das war der Wikinger, glaube ich. Oder Wikinger? War es der Wikinger? Nee. Oder? Doch, Wikinger oder Germane? Ich glaube, Germanen gab es gar nicht. Das ist sicherlich ein glänzendes Ergebnis. Hoffen wir, dass es auch reicht. Mach doch mal einen schönen Lupfer hier. Zack, Lupfer. So, überfassen. Es ist immer besser von der Distanz aus, weil der geht dann eigentlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit immer rüber, als wenn man den nah hoch schießt. So, wie im Lupfer. Tatsächlich im Lupfer. Das ist ja jetzt hier wirklich ein Hochschuss. So, der kämpft jetzt hier wirklich hart. Na, wobei, der ist eigentlich auch keine Herausforderung mehr für uns. Oh, oh. Seht ihr, der war fast drin. Jetzt habe ich mich hier selbst verhakt. So, wir haben zwei Bälle verloren, das ist gut. Geht bald nochmal rüber. Er ist ein ernsthafter Anwärter auf den Titel, denke ich. Jetzt haben wir hier drei Bälle auf unserer Seite. Tja, dieser Teilnehmer muss aufwachen, wenn er sich noch qualifizieren will. Qualifizieren? Wir sind Finale, Kollege. Oh, welch ein tolles Vergnügen. Ein großartiges Spektakel. Finde ich auch. So, diesmal haben wir nur 11.000 Punkte erreicht. Nicht gerade das schönste Ergebnis.